Hi guys, it's me und wieder mal in Deutsch, wieder angetäuscht. Okay, ich benutze heute diese Embossing-Folder, das sind diese 3D-Embossing-Folder von Crafters Companion, mit meiner Jelly Plate. Und zwar habe ich ganz schweres Aquarellpapier embossed oder geprägt und werde die jetzt benutzen, um Muster auf meiner Jellyplate hier zu machen. Ich fange an mit einem Magenta und zwar sehr zart, um einfach einen Hintergrund zu haben auf meiner Karte. Nichts anderes. Und zwar nur ein ganz bisschen. Ich wollte es nicht weiß lassen. Als nächstes habe ich ein kleines bisschen Türkis genommen hier. Ich wollte wirklich nur einen Hauch hier und da. Letztendlich ist es dann wirklich nur ein paar Stellen hier und da geworden. Ich nehme das nämlich erstmal auf mit Papier. Das war mir zu viel. Und dann kommt das auf meine eigentliche Karte. Und da sind es nur ein paar geblieben. Aber das ist in Ordnung. Genau so will ich das haben. So, nun kommt die eigentliche Farbe. Nein, nicht Türkis. Schon wieder, nämlich Lila. Und das ist die Farbe von Crafters Companion. Und das ist jetzt meine Hauptfarbe. Sättige, kann man das sagen? Nein. Ich packe also genug drauf und jetzt fange ich an mit meinen Karten hier mit dem Aquarellpapier die Muster einzudrücken. Das Papier saugt ja auf und nimmt die Farbe weg und somit bekommst du hier dieses Muster. Das war mir aber zu stark, also nehme ich erst was ab mit Papier und gebe dann meine Karte wieder drauf und voilà, da ist meine Karte, wie ich sie haben wollte. Yay! Genauso. Schön schäbig und distressed. Absolut mein Ding. So, und dann habe ich leider schon angefangen und habe die Kamera nicht angestellt. Aber ich habe diesen Stencil von Sheena Douglas benutzt. Habe erst Gesso genommen, damit ich den Hintergrund schön abdecke und eine gute Deckung habe mit dem Rot. Und bin dann mit Rot reingegangen, mit so einem Kosmetik-Schwämmchen. Und jetzt habe ich dann auch schon angefangen, ein bisschen zu schattieren. Auf der rechten Seite seht ihr in Dunkel, da habe ich dann mein Stabilo benutzt. Und hier benutze ich meinen weißen Posca, um so ein paar Highlights hier und da reinzupacken. So, jetzt habe ich immer meine Überbleibsel, alles was ich so über habe, schmeiße ich nicht weg, sondern packe das in so eine Kiste neben mir. Und wenn ich das dann nach einer Zeit, wenn das voll ist, sortiere ich das aus und schmeiße weg, was ich nicht brauche. Aber das ist natürlich eine Fundgrube, um so kleine Embellishments daraus zu machen. Und hier habe ich Herzen ausgestanzt und benutze die jetzt und mache im Prinzip mit so einem kleinen Rand eben diese Herzen. Und als nächstes dann diese Stanze von Sheena Douglas. Ich benutze im Prinzip nur diese, was überbleibt hier, diese Schnipsel, um damit ein paar Muster zu machen. In Rot, das war so eine Karte, die übergeblieben ist, die ist nichts geworden. Aber wie gesagt, nicht weggeschmissen, kann man alles gebrauchen. Das ordne ich jetzt an und ich werde das dann schön kleben. Und während ich das mache, erkläre ich euch, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, Crafters Companion hat Geburtstag und im Rahmen dessen loben sie das ein oder andere Geschenk aus. In diesem Fall machen wir einen Hop. Meisten meiner Kollegen machen einen Blog. Es sind nämlich nur 2 oder 3 Videos dabei und dies ist ein Teil davon. Wenn du durch alle Blogs gehst und alle Videos in der richtigen Reihenfolge, wirst du in jedem Video und Blog ein Wort finden. Und wenn du die Reihenfolge befolgst, macht es einen sinnvollen Satz. Diesen Satz bitte kannst du an Crafters Companion Facebook-Seite Deutschland schicken. All die Links, die du brauchst, sind hier in der Description Box und auch auf meinem Blog und auf den anderen Blogs genau beschrieben. Das kannst du folgen. Und schreibst den Lösungssatz bitte in einer privaten Nachricht an die Seite, an die Facebook-Seite Crafters Companion Deutschland, weil sonst wäre es ja zu einfach und könnte der eine vom anderen abschreiben. So, ich habe jetzt das herzliche Glückwunsch gestempelt
Und das ist auch Aquarellpapier. Ich habe Wasser drauf gemacht, dass es richtig schön durchgeweicht ist. Und jetzt knülle ich es zusammen. Das soll richtig schön schäbig aussehen. Und das ist immer gut, wenn du das Wasserpapier schön nass machst. Dann kann nichts reißen und kaputt gehen. Noch ein bisschen mehr Wasser. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme einen Aquarellmarker, auch das ist ein Spectrum Noir Aquarellmarker, und gehe um die Seiten herum oder die Kanten herum. Und was durch das Wasser passiert, natürlich, das wird ein bisschen eingesaugt in die Mitte rein. Das macht einen wirklich schönen Effekt. Ich mag das sehr gerne. Als nächstes wollte ich dann so ein paar Splat, also Spritzer haben, habe aber nicht dran gedacht, das ist ja völlig durchgeweicht. Dann macht das natürlich keine Spritzer, sondern verteilt sich schön im Papier. Es wird nicht funktionieren, Andrea, hör auf, aber es ist okay. Es macht einen schönen Effekt auch. Ich habe jetzt keine Geduld, das auch noch zu trocknen und dann nochmal drüber zu gehen, also lasse ich es so. So, und jetzt gucke ich, dass ich das Ganze zusammenbaue. War ich mir noch nicht sicher, wie ich das anordne. Das herzliche Glückwunsch da auf übereinander, das hat mir dann nicht gefallen. Ich habe das nicht balanciert bekommen und habe dann gesagt, nee, so ist das nichts. Und habe es dann kurzerhand, nee, es wird nichts, nee, es sieht einfach nicht aus. Und habe es, ja, hier bin ich ein bisschen am Überlegen, kurzerhand durchgerissen. Jetzt muss ich die Kanten natürlich wieder angleichen, mache das genauso wie vorher. Glücklicherweise durch meine Ungeduld war das Papier noch nass und nicht nass, aber feucht. Also brauchte ich nicht mehr anfeuchten und konnte dann wieder mit dem Marker drüber gehen in der gleichen Weise. Und dann ist es viel schöner, wenn man das nebeneinander anordnet. Durch diesen Filmstreifen habe ich natürlich schon so eine Horizontale vorgegeben und da sah das einfach übereinander blöd aus und hier so in einer Reihe absolut perfekt. Genau so will ich das haben. Yeah! Ja, ist das nicht schön, wenn man sich selbst glücklich macht? Okay, ein bisschen mit dem schwarzen Marker hier die Ränder dunkel machen und jetzt halte ich mal gerade meine Klappe. Okay, und es geht weiter. Mal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. So, ich benutze hier mein Stabilo-Ol, um ein paar Linien zu machen für die Schattierungen. Ich werde das dann jetzt hier mit dem Wassertankpinsel verblenden und werde als nächstes ein paar Highlights reingeben mit dem Posca-Pen und dann werde ich alles zusammenbauen. So, ich hoffe, ihr habt die Regeln soweit mitbekommen. Wie gesagt, wenn nicht, unterm Video in der Description Box schauen und auch auf den Blogs ist alles erklärt. Denkt bitte daran, den Lösungssatz nicht irgendwo in die Kommentare zu packen, sondern wirklich eine Privatnachricht an unsere Facebook-Page, die Deutsche Crafters Companion. Nochmal, ich betone das nochmal, um sicher zu gehen, dass das nicht passiert, dass das nicht öffentlich gepostet wird, sonst müssen wir denjenigen ausschließen, das ist leider so. Also bitte dran denken, private Nachricht auf unsere Facebook-Page, Links sind alle da, das sollte kein Problem sein. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch was, steht auch in der Description-Box alles. Und okay, ich werde jetzt alles zusammenbauen, wie ich gesagt habe. Und habe hier meinen Attacher oder wie heißt das Ding? Knipsen. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was ich benutzt habe. Das darf ja wohl nicht sagen. Wahnsinn. Hefter, genau. Mein Hefter. So, ich mache jetzt noch ein bisschen schwarze Farbe, die ich überhaupt hier um die Ränder, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Und werde dann die Karte hier auf Rot legen, auf roten Cardstock. Als schönen Kontrast. So, und das ist natürlich Geburtstag. Was darf am Geburtstag nicht fehlen? Glitter, yeah! Und ich benutze hier natürlich die Spectrum Noir Sparkles und hier in Rot, um das Ganze noch ein bisschen, ja, ein Highlight zu geben und auf die Herzen noch ein bisschen Pink.
Und ja, ein bisschen weiß dann hinterher auch noch wieder. So das übliche Spiel, ihr kennt das. Und dann habe ich vergessen, die Herzen noch so ein bisschen zu schattieren. Das hole ich noch nach, benutze wie gesagt, wie vorher auch, mein Stabilo Ol hier. Das ist mal so mein Go-To, wenn ich schattiere, mache ich ganz viel. Das ist einfach ja, wasserlöslich, man kann das dann schön hier verblenden. Und wenn man sich vertut und man mag es nicht, kann man es einfach wieder abnehmen. Das ist das Schöne, wenn du mit wasserlöslichen Materialien arbeitest. Gerade auf Acrylikfarbe so einfach wieder aufzunehmen. Okay, ihr werdet jetzt Close-Up sehen. Und vorab, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Es war super, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich mitmacht. Also, denkt dran, lest euch gut durch, was unten unter meinem Video steht. Und macht mit, es lohnt sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann bitte hinterlasst doch einfach einen Daumen hoch und sogar einen Kommentar bei mir. Das wäre absolut super, würde ich mich super drüber freuen. Und vielen Dank nochmal und ich wünsche euch eine super Zeit und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.